Ich strebte nach Status, ich strebte nach Karriere, aber ich habe gemerkt, das macht mich nicht glücklicher. Die heutige Welt ist geprägt von Stress, von Leistung, von Druck, von Geldverdienen natürlich. Ich habe auch viele Menschen kennengelernt, die sind in eine Depression geraten dadurch. Zum Glauben bin ich an meinem Arbeitsplatz gekommen, durch meinen Chef, er hat mir aus der Bibel erzählt. Mein Übergabegebet fand an einer Geschäftsleitungssitzung statt. Und während dieser Sitzung habe ich gebeten, dass sie mich jetzt auch in den Glauben aufnehmen würden. Sie waren zuerst etwas irritiert und ich habe dann wirklich dieses Übergabegebet gesprochen. Sicher diese Zeit nach diesem Glaubensschrift war am Anfang sehr schön. Sie war erfüllt mit so Glücksgefühlen, ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt, ich gehörte dazu. Ja, aber dann sind trotzdem gewisse Probleme wieder gekommen. Ich war noch in einer gewissen Eigenabhängigkeit und das hat mich in auch ein Burnout getrieben. Und dachte, das kann ja jetzt sein, jetzt hast du ja Gott als deine Stütze und trotzdem bekommst du so eine Krise. Und ich kam dann in den Moment, wo ich dachte, gut, jetzt musst du nochmal ganz den Sack zumachen mit Gott, du musst ihm ganz vertrauen, er ist dein Versorger. Also eigentlich dieses Steuer ganz zu übergeben von Gott hat mich dann eigentlich befreit, auch aus dieser Depression, aus diesem Burnout. Gegenüber früher bin ich heute mutiger geworden, ich mache Dinge, die ich vorher nicht machte. Zum Beispiel spreche ich offener über meinen Glauben. Ich lade Leute ins Gebet ein, am Arbeitsplatz. Das sind Lieferanten, vielleicht auch Kunden. Und da geschehen wahre Wunder. Es gibt Menschen, die uns dann am nächsten Tag vielleicht anrufen, die vielleicht zögernd zu diesem Gebet zugestimmt haben. Am nächsten Tag anrufen und schauen, unglaublich, was passiert. Du musst mal hören, es ist ein Wunder geschehen. Gott am Arbeitsplatz zu erleben, ist das Größte, das ich je erlebt hatte. Und dieses möchte ich weitergeben. Ich möchte anderen Menschen Mut machen, am Arbeitsplatz über Gott zu reden. Ich durfte meine Geschichten schon anderen Menschen am Arbeitsplatz erzählen. Und durch dieses Weitergeben sind diese Menschen auch zum Glauben gekommen. Und das ist für mich wieder ein Zeugnis, dass Gott wirklich lebendig ist und dass er verändert. Nicht über meine tolle Redekunst, sondern er ist effektiv da und verändert durch seinen Geist das Leben von anderen Menschen.